Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 13682, Neudruck. Zum Thema: Ein Adblocker-Verbot ist keine Lösung, ausgediente Geschäftsmodelle nicht künstlich am Leben erhalten. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Piratenfraktion als erstem Redner Herrn Kollegen Lammler das Wort. Bitte schön. Herr Kollege Lammler. Eine herzliche Einladung. Gut in der Zeit, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Adblocker gefährden die Medienvielfalt. Das sagt die rot-grüne Landesregierung und das sagt auch die Große Koalition im Bund. Und wo sagen Sie das? In der sogenannten Bund- und Länderkommission für Medienkonvergenz. Und bei dieser Veranstaltung ist man sich nämlich begegnet. Und dabei hat man sich eben schön dieses Adblocker-Verbot von den großen Medienkonzernen und Werbenetzwerken einreden lassen. Meine Damen und Herren, so einfach kann es sein, die Regierung von Bund und Ländern zu seinem Sprachrohr zu machen. Meine Damen und Herren, hätte die Landesregierung oder hätten die Beteiligten dort vielleicht an der Bund- und Länder-Medienkompetenzkommission teilgenommen, wüssten Sie, dass Sie dem so nicht zustimmen könnten. An dieser Stelle sei vielleicht noch angemerkt, ja, wir Piraten setzen uns für das Pflichtfach Informatik ein und dann würden vielleicht in Zukunft solche Ausrutscher seltener passieren. Wussten Sie, dass es der fundamentalen Konzeption des Internets widerspricht, Änderungen an der Browserdarstellung von Webseiten zu verbieten, sprich der Datenausgabe? Wussten Sie, dass jeder Mensch ein Recht darauf hat, selbst entscheiden zu dürfen, welche der eigenen Daten von Firmen gespeichert und gesammelt werden dürfen? Dieses Recht nehmen Sie aber den Menschen, indem Sie durch ein Adblock-Verbot diese Daten den Werbenetzwerken und den Werbetrackern zum Fraß vorwerfen. Wussten Sie, dass Adblocker nicht nur vor unerwünschter Werbung, sondern auch vor unerwünschten Schadprogrammen wie Viren und Trojanern schützen können? Erst letzte Woche ging ein relativ neuer Weg durch die Medien, wie Kriminelle gezielt Viren und Trojaner mit Werbeeinblendungen auf ganz normalen Webseiten infizieren können. Es reicht dabei nur aus, eben diese Webseite zu besuchen, sich diese Werbung anzeigen zu lassen und schwupps sind sie infiziert. Wussten Sie, dass Menschen mit Sehschwäche oder Blinde darauf angewiesen sind, Werbung von Webseiten zu filtern, damit diese Webseiten in speziellen Webbrowsern vorgelesen werden können? Diese Gehandicapten würden Sie mit einem Adblock-Verbot in die Kriminalität treiben. So kann man es sehen. Meine Damen und Herren, wie viele von Ihnen hier im Saal würden aufschreien, wenn man Ihnen verbieten würde, dieses kleine Bitte-keine-Werbung-Schildchen auf Ihrem Briefkasten dran zu kleben? Dann hätten wir eine riesengroße Debatte. Ja? Aber genau das passiert hier gerade. Sie sind gerade dabei, Menschen im digitalen Raum eben diese Möglichkeit zu nehmen, sich vor Werbung, vor unerwünschter Werbung zu schützen. Merken Sie langsam, dass Ihnen dort in dieser Kommission der digitale Bär aufgebunden wurde? Die Forderung nach Adblock-Verboten ist so unsinnig wie eben die Forderung nach einem Zwangsempfang und dem Lesen von kostenlos verteilten Werbeblättchen in Ihrem Briefkasten. Nochmal, jeder Mensch, jeder Nutzer, jede Nutzerin hat das Recht, selbst entscheiden zu können, was er sehen will und was nicht. Und all das ist halt auch noch ein Schlag ins Gesicht der Leute, der Nutzerinnen und Nutzer, die jetzt schon auf Nachrichtenseiten nach den Nachrichten suchen müssen, denn die ganzen Webseiten sind so überfrachtet mit Werbung, die einen förmlich anschreit. Das geht so nicht. Der Anteil der Nachrichten eben auf diesen Webseiten, der ist halt nur ein relativ kleiner Bruchteil im Gegensatz zu der Werbung, die dort einem begegnet, wenn man sie eben nicht wegfiltert. Meine Damen und Herren, das, was Bund und Länder da gerade diskutieren, hat auch überhaupt nichts mit Meinungsvielfalt und Pluralität zu tun, sondern ist lediglich ein Versuch,
ein Geschäftsmodell einer eigentlich schon längst veralteten und fast toten Werbebranche zu retten. Ein Adblock-Verbot ist Steinzeit-Verbotspolitik im digitalen Zeitalter und zudem noch gefährlich. Wir Piraten wollen diese Verbotspolitik nicht, wollen diesen Weg nicht, mahnen jetzt schon davor, sich überhaupt intensiv mit diesem Weg zu beschäftigen. Wir wollen konstruktive Lösungen. Beschäftigen wir uns mit anderen Möglichkeiten, journalistische Inhalte zu unterstützen, sei es halt eben die kommunalen und kleinen Akteure als gemeinnützig anzuerkennen oder eben neue innovative Geschäftsmodelle zu unterstützen. Da spielen Startups auch eine ganz wichtige Rolle, die eben Ideen entwickeln können, um solche Mikrobezahlmethoden für journalistische Inhalte zu erfinden, zu kreieren. Meine Damen und Herren, ich bin am Ende meiner Redezeit. Der Präsident hüstelt hinter mir. Ich freue mich auf weitere Beratungen im Ausschuss und freue mich aber vorerst noch auf Ihre Wortbeiträge. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lammler. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Vogt das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Lammler, das Thema Adblogger, also Programme, die beispielsweise Werbung auf Websites nicht anzeigen lassen, ist Thema hier Ihres Antrags. Sie haben über eine ganze Reihe von Vorteilen dieser Programme gesprochen, die ich gar nicht kritisieren will. Sie sind über technologische Aspekte bis hin zur Barrierefreiheit gegangen, die zwar auf einer ähnlichen Technologie beruhen, aber jetzt nichts direkt mit diesen Adblockern zu tun haben und dieser möglichen Diskussion um ein Verbot dieser Programme. Herr Lammler, wir sind dabei gar nicht so weit auseinander, was den Sinn von Adblockern angeht. Wenn man sich jetzt aber Ihren Antrag anguckt, dann haben Sie auf der einen Seite natürlich die positiven Aspekte aus Verbraucherschutzgesichtspunkten aufgeführt. Mir fehlt aber das Thema aus medienpolitischer Betrachtung, dass wir wegbrechende journalistische Modelle haben, dass wir eine abnehmende Medienvielfalt bei realen Medien haben, dass wir eine abnehmende Medienvielfalt im Lokalen haben und dass wir gleichzeitig aufkommende journalistische Modelle im Netz haben, die dazu beitragen, mehr Vielfalt zu erzeugen, ob das lokale Online-Portale sind, ob das Blogs sind, und die sich zum großen Teil durch Werbung finanzieren. Diesen Aspekt und auch die Würdigung dieser Aktivitäten fehlt mir in Ihrem Antrag. Wir hatten in der letzten großen Anfrage, die hier beantwortet wurde, zum Thema Zeitungsmarkt in Nordrhein-Westfalen, die Angabe, dass wir 75 lokale Online-Zeitungen in Nordrhein-Westfalen haben. Und die können natürlich nur überleben, wenn sie auch Werbung schalten und einblenden können. Dass viele kostenlose Inhalte durch Werbung erst zustande kommen können und finanziert werden, das ist ein Punkt. Und wenn ich dann Ihren Antrag sehe, und ich zitiere mal Punkt 5 aus Ihrem Antrag, da schreiben Sie, es ist besser, Innovation und Neuentwicklung zu fördern, um jenseits des Streits um alte Geschäftsmodelle neue Vertriebswege und Werbekommunikation zu ermöglichen, statt überholte Geschäftsmodelle zu schützen. Kann man so sehen? Aus meiner Sicht ist das ein bisschen dünn, weil auch gerade als Sie hier geredet haben, haben Sie natürlich von innovativen Geschäftsmodellen gesprochen. Beispiele sind Sie uns leider schuldig geblieben. Und es gibt noch einen Punkt, wo Sie Adblogger als das große Positive darstellen und die Werbung als das Böse, der mir auch gefehlt hat, weil Sie machen ja das sonst immer sehr kritisch. Und Sie betrachten auch viele Sachen kritisch. Und dass es offensichtlich Adblogger gibt, die ein eigenes Geschäftsmodell entwickelt haben und ihre Praxis so anwenden, dass offensichtlich nicht nur Werbung rausgefiltert wird, sondern bestimmte Werbung durchgelassen wird von Konzernen, die diese Adblogger dafür bezahlen. Zumindest eine Anmerkung oder eine kritische Anmerkung zu diesem Punkt hätte ich mir von Ihnen gewünscht.
Meine Damen und Herren, Sie sehen, es ist nicht ganz so einfach zu sagen, die bösen Werbetreibenden, auf der anderen Seite nur die guten Eckblogger. Wir werden dieses gesamte Thema im Ausschuss weiter diskutieren. Wir werden sicherlich dort auch zu einer differenzierteren Einschätzung kommen, als es der Antrag der Piraten wiedergibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Vogt. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Schick. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der Fraktion der Piraten, ein Adblogger-Verbot, ist keine Lösung. Ausgediente Geschäftsmodelle nicht künstlich am Leben erhalten, bietet zu einem sehr komplexen Sachverhalt eine scheinbar einfache Lösung an. So was macht mich in der Regel stutzig. Aber im Kern, worum geht es? Verlage bzw. Medienhäuser platzieren in ihren Online-Auftritten Werbung, und das in ganz unterschiedlicher Form. Dafür kann der Nutzer dann diese Angebote kostenlos nutzen, sich ansehen. Das Erdulden der Werbung ist quasi der Kaufpreis. Mit sogenannten Adbloggern umgeht eine immer größere Gruppe, in bestimmten Nutzergruppen sind das rund 50% der Konsumenten, also diese Werbeeinblendung. Adblogger blenden diese Werbung aus. Das ist der Sachverhalt, und ich komme jetzt zum gesellschaftlichen Problem, was aus meiner Sicht dahinter steckt. Wenn wir über Qualitätsmedien sprechen hier im Landtag, dann fordern alle Fraktionen unisono, dass wir mehr qualitative Angebote, gerade im Augenblick, wo es politisch hin und her geht, in noch größerem Maße. Aber Verlage müssen diese Qualitätsangebote natürlich auch entsprechend finanzieren können. Und da kommen Werbeeinnahmen dann ins Spiel. Und deswegen, glaube ich, ist es nicht so einfach, Adblogger zu verteufeln oder Adblogger hier als ein Verbot in den Raum zu stellen, sondern es ist wichtig, dass wir hier ganz genau analysieren. Adblogger sind rechtlich umstritten, die vorliegenden Urteile sind nicht eindeutig. Jetzt so zu tun, als ob Adblogger einzig darin begründet sind, dass Online-Werbung auf Kritik stößt, ist meiner Meinung nach nicht richtig. Die Wahrheit ist doch, dass die meisten Nutzer Werbung in jedem Fall vermeiden möchten. Und aus Konsumentensicht ist das sicherlich vollkommen verständlich. Herr Kollege Schick, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Lammler zulassen? Selbstverständlich. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Schick. Ich bin kurzzeitig ein bisschen irritiert, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir von einer Sache reden. Sie sprechen die ganze Zeit von Adbloggern. In unserem Antrag meinen wir Adblocker. Ja, mir ist durchaus klar, dass ein Blogger jemand ist, der etwas schreibt und dann online stellt, und dass jemand, der bloggt, jemand ist, der einen Sachverhalt zurückstellt bzw. sperrt. Es mag natürlich sein, dass meine etwas angegriffene Stimme für diese kleine Dissonanz gesorgt hat. Aber ich glaube, in der Sache reden wir über das Gleiche. Und ich glaube, es war auch so eindeutig, wenn sogar Herr Groschek verstanden hat, worüber ich geredet habe, dann haben wir sicherlich da keinen unterschiedlichen Wissensstand. Also, worum geht es? Mir ist es wichtig, dass wir auch in Zukunft Qualitätsangebote haben. Und wenn Adblocker, ich betone es jetzt noch einmal, immer weiter Raum greifen, dann haben wir zwei Phänomene, die nach meiner Meinung irgendwann realisiert werden. Entweder verschwinden Qualitätsangebote oder Qualitätsangebote werden mit Bezahlschranken belegt. Und gerade das ist etwas, was aus meiner Sicht soziale Ungleichheit fördert, nämlich derjenige, der sich die Qualitätsangebote finanziell erlauben kann, der hat Zugang, und derjenige mit dem etwas kleineren Geldbeutel, der muss dann auf diese Qualitätsangebote verzichten. Und deswegen ist die ganze Diskussion etwas komplexer, als Sie in Ihrem doch recht dünnen Antrag darstellen. Aber wir haben eine Diskussion im Ausschuss, und auf die freue ich mich dann. Vielleicht kommen wir dann zu etwas besseren Lösungen. Vielen Dank, Herr Kollege Schick. Für Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Keimes.
Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe zwei interessante Artikel gelesen. Mit einem beginne ich, mit dem anderen schließe ich die kleine Rede, die ich dazu halte. Der erste war deshalb interessant, weil nochmal verwiesen wurde auf einen Bericht von Frank Rieger und Thorsten Schröder auf der diesjährigen Republika-Konferenz, wo die beiden vom Chaos Computer Club nochmal deutlich gemacht haben, was eigentlich hinter einem solchen Angebot steht, was sozusagen unfreiwillig mit dem jeweiligen Aufruf einer Seite ins Haus steht. Und sie haben das am Beispiel der Bild.de-Seite demonstriert. Ein zweiminütiger Aufenthalt, ich zitiere, auf der Website Bild.de führt somit insgesamt zu 2.339 Anfragen. Von den 195 kontaktierten Servern unterliegen lediglich 13 der Kontrolle der Bild-Redaktion. Weist einer der rund 180 anderen Server eine Sicherheitslücke auf, so kann dadurch schädlicher Content ausgeliefert werden. Zitat Ende. Das heißt, mit anderen Worten, wenn man einen Adblocker einsetzt, der womöglich, der Kollege Lammler hat es schon angesprochen, dazu führt, dass man sich auch diese Schadstoffgefahren, diese Schadprogramme vom Hals halten kann, ja, Schadstoff ist in gewisser Weise richtig, Software-Schadstoff, dann liegt man womöglich mit einem Adblocker an der Stelle gar nicht so schlecht. Und insofern ist der Antrag, den die Piraten hier eingebracht haben, zumindest diskussionswürdig aus grüner Sicht. Und wir freuen uns auf die weitere Debatte dazu im Fachausschuss. Das ist ein Thema, dem man sich intensiv annehmen muss. Und mit dem einfachen Verbieten ist es ja im Internet immer so eine Sache. Das wissen alle die sich mit dem Netz schon länger beschäftigen. Dazu gehöre ich, wie man mir ansieht, auch. Und insofern ist das also ein Thema, mit dem man sich wirklich intensiv auseinandersetzen kann. Es ist auch eine Frage, ob unser Freiheitsempfinden wirklich so ist, dass wir den Eindruck haben, wir müssten diese Dinge, weil sie aus geschäftlichen Gründen einer Steuerung bedürfen, auf diese Weise mit einem Verbot begegnen. Also das Verbot sehen wir sehr kritisch. Ich bin prinzipiell sehr offen, sowohl für Werbeangebote wie auch für die Menschen, die sich das eben nicht ansehen wollen. Ich glaube, so sind die Menschen auch. Sie sind unterschiedlich. Der eine reagiert auf Werbung eher aggressiv, sagt, um Gottes Willen, will ich nichts mit zu tun haben. Die andere sagt, finde ich interessant, wollte ich immer schon mal genauer sehen. Und insofern ist das mit Sicherheit nicht so zu entscheiden, dass wir von Staatswegen beginnen, kleine Hilfsprogramme zu verbieten, die im Internet das eine oder andere ermöglichen oder eben nicht ermöglichen, verunmöglichen. Also eine sicher sehr spannende Debatte von vielen Seiten aus genauer zu führen. Ich ende mit einem Zitat aus dem Tagesspiegel vom 18.06.2016. Und da heißt es am Schluss eines Artikels, die Frage also lautet, wie wirkt Reklame auf Menschen, die sie gegen ihren erklärten Willen sehen müssen? Vermutlich ist es so, dass diese Menschen sich einfach entzürnt in ihren Sitzlehnen krallen, einen heiligen Eid leisten, nie dieses Zeug zu kaufen, was ihnen da vorgesetzt werden soll. Oder sie gehen so lange aufs Klo, womit die Werbung auch keine Gelegenheit mehr hat, heimlich aufs Unbewusste einzuwirken. Also, Zitat Ende, in diesem Sinne, ich halte das ein Verbot in der Form nicht für einen zielführenden Vorschlag. Ich halte aber auch die Dämonisierung von Werbeangeboten im Internet überhaupt nicht für zielführend. Wir wissen, ohne Werbung funktionieren viele Angebote nicht. Qualitätsjournalismus, lieber Herr Kollege Schick, könnte man sich natürlich auch leisten, indem man diese Angebote, den Inhalt sozusagen, käuflich im Internet erwirbt. Es gibt die entsprechenden Angebote, das hat dann nichts mit Werbung zu tun, sondern damit, dass Menschen sagen, mich interessiert diese oder jeder Inhalt und dafür bin ich bereit, etwas zu bezahlen, so wie ich in der Regel ja auch für die Hefte und Zeitungen, die ich in einem Zeitschriftenladen kaufe, Geld ausgebe. Das ist also das Programm, was im Internet zu fahren wäre, aber einfach nur zu sagen, wir finanzieren uns über Werbung und wenn Leute die unterdrücken, dann unterdrücken wir diese Möglichkeit, das halte ich politisch für keinen klugen Weg, aber wir werden das diskutieren, darf das meine Fraktion so sagen und stimmen der Überweisung zu. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Kalmes. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Nücke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Werbung ist, auch ob man es jetzt gut findet oder nicht, nach wie vor die zentrale Refinanzierungsquelle für freie und private Presse- und Medienangebote. Diese Quelle wird in der Tat zunehmend ausgetrocknet. Das liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass ein altes Gesetz, Grundgesetz, eine physikalische Regel, ich weiß nicht, wie man es nennen will, nicht mehr gilt, dass Nachricht und Werbung zusammengehört, immer sozusagen den gleichen Vertriebsweg genutzt haben. Das ist nicht mehr so. Und deswegen liegt der Grund dafür, dass die Quelle zunehmend ausgetrocknet wird, natürlich daran, also nicht vorrangig daran, dass es irgendwelche kleinen Softwareprogramme
den sogenannten Adblocker, dass sie da sozusagen hauptverantwortlich sind. Eine gewisse Verantwortung liegt eben auch beim Staat, denn Bürokratie, Bevormundung und Verbote im Werbebereich sind allgegenwärtig. Und wenn Pflichtangaben und Warnhinweise bald mehr Platz einnehmen als die Werbebotschaft selbst, dann mögen sich zwar einige Kräfte in ihrem, ich sag mal, Bevormundungsfeldzug als Gewinner fühlen, sie dürfen sich dann aber eben nicht wundern über geschlossene Redaktionen und eingestellte Medienangebote und eine schrumpfende Medienvielfalt. Dennoch sind natürlich Adblocker ein Thema in der Werbe- und Medienbranche. Insofern ist es durchaus auch ein Stück berechtigt, dass wir über diesen vorliegenden Antrag sprechen. Wir müssen vielleicht gar nicht so lange darüber sprechen, denn es liegen ja auch noch keine konkreten Initiativen vor, über die man aktuell befinden könnte. Dafür ist das Thema höchstwahrscheinlich auch zu komplex. Und zweitens, da liege ich auf der Linie der Antragsteller, ist ein Adblocker-Verbot selbstverständlich schon eine Schnapsidee. Dass es innerhalb einiger Landesregierungen da überhaupt Überlegungen, Unterstützer gibt, ist vielleicht, da ist beim Thema Medienkompetenz vielleicht auch ein bisschen was nachzuholen. Sehen wir mich einmal davon ab, dass wir den Menschen nicht vorschreiben können und sollten, wie sie welche Plugins in ihrem Browser installieren. Aus meiner Sicht wiegt vielmehr noch schwerer. Ein Adblocker-Verbot würde ungefähr genauso gut funktionieren wie ein Verbot für Fernsehzuschauer, sich während der Werbepause ein Bier zu holen oder auf die Toilette zu gehen. Auch die Forderung, dass als Alternative zu Adblocker nun ausgerechnet ein Subventionsprogramm für die Werbewirtschaft aufgelegt werden soll, erschließt sich mir nicht so ganz. Und ich hoffe, dass wir dann in der anstehenden Diskussion im Ausschuss da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Dass die Antragsteller, die, wie ja gesagt, grundsätzlich berechtigte Initiative mit ihrer Story von den ausgedienten Geschäftsmodellen kombinieren, macht allerdings ein bisschen den Antrag nicht besser. Denn es ist nicht Entscheidung der Politik zu beurteilen, welche Geschäftsmodelle nun funktionieren und wie und wo sie funktionieren. Und gerade im Fall der Piraten wäre ich vielleicht beim Thema ausgediente Geschäftsmodelle dann etwas vorsichtiger. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Nückel. Für die Landesregierung spricht in Vertretung von Herrn Lersch-Mensel Herr Minister Groschek. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Die Landesregierung hat ihre Position auch schon in der Kleinen Anfrage 5309 des Abgeordneten Schwert beschrieben. Von daher befinden wir uns jetzt in der Kontinuität der Betrachtung. Wir sehen das Anliegen der Piraten differenziert. Es ist im Grunde in der Diskussion auch schon deutlich geworden, dass die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und die Frau Bundeskanzlerin durch ihren Beschluss in 2015 die Medienkonvergenzkommission zu bitten, einen umfänglichen Prüfvorgang daraus zu machen, dass das Problem der Adblocker mindestens zwei Seiten hat, die des Verbraucherschutzes und die der Medienpolitik und Medienwirtschaft. Aus Sicht der Verbraucher kann natürlich positiv bewertet werden, dass man den Trojanern das Leben schwer macht und dass man Online-Tracking praktisch verhindert. Aus Sicht der Medienpolitik, darauf ist ja auch hingewiesen worden, haben wir das Problem, dass Werbung als Refinanzierungsquelle versiegen würde, würde man dem Anliegen auf Adblocking Folge leisten. Deshalb warten wir gespannt auf die Prüfergebnisse der Kommission. Wir wissen auch noch nicht, wie die höchstrichterliche Entscheidung ausfallen wird. Es sind noch eine ganze Reihe von Gerichtsverfahren anhängig zu diesem Punkt. Und auf einen Bereich hat Herr Kollege Vogt hingewiesen, indem er sagte, wir müssen uns befassen mit dem Problem des Ablasshandels von der schwarzen auf die weiße Liste zu wechseln und welche Medienfolgen das eigentlich hat hinsichtlich von Qualität und Vielfalt der Mediennutzung. Das, glaube ich, macht auch deutlich, dass man eben mit einem Federstrich nicht alles im Bereich der Digitalisierung
unserer Umwelt und unserer Welt regeln kann. Deshalb empfiehlt die Landesregierung, ihrem Beispiel zu folgen, ein Stück souveräner Gelassenheit auch im Umgang mit diesem Thema an den Tag zu legen, intensive Diskussionen im Ausschuss zu führen und dann letztendlich der Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass verwertbare Prüfergebnisse auch der Bund-Länder-Kommission vorliegen, die deutlich machen, es bleibt bei dem bewährten Konsens zwischen Bund und Ländern. Das jedenfalls wäre der Wunsch der Landesregierung. Vielen Dank, Herr Minister Groschek. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Deshalb schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 13682 Neudruck an den Ausschuss für Kultur und Medien federführend sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. Die abschließende Abstimmung soll wie üblich im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer ist für diese Überweisungsempfehlung? Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Herzlichen Dank. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 6.